Hallöchen, meine lieben Freunde, und seid herzlich willkommen zurück zum Hitman 2 Guide. Heute wieder mal lautloser Killer, Anzugpflicht, die zweite Folge ohne Items. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich starte einfach mal auf Meister. Ihr könnt das auf Profi spielen und bis dann. Hallo, Hallöchen. Und weiter geht's. Hier, wir müssen auf jeden Fall immer das Intro überspringen. Wir können uns hier ganz easy filzen lassen, weil wir keine Knarre dabei haben. Und ja, dann geht's weiter. Als erstes wollen wir gleich zu Robbie Knox und da ein paar Sachen erledigen. So, hier durch die Massen quetschen. Ich versuche ja auf jeden Fall immer darauf zu achten, nicht so viele anzurempeln. So, wir müssen hier links rein, jetzt hier wieder nach links und dort nach oben. So kommen wir dann ganz easy zu Robert Knox, Robbie Williams. Also das ist auf jeden Fall eins der schwierigeren Level hier ohne Items, aber ich denke, ich habe einen ganz passablen Weg gefunden. Hier an den Typen braucht ihr nicht vorbeischleichen, der hört euch nicht, der ist unaufmerksam, der Boy. Also können wir hier weiter. Und hier jetzt schleichen, aufpassen, da kommt gleich Robert Knox vorbei. Also müssen wir hier durchs Fenster nach links, hier nach oben. Da sehen wir, da kommt er gerade. So, hier dranhangeln und erklimmen. So, zack. So, jetzt müssen wir hier in den Serverraum und warten, bis der Typ kommt. So. Jetzt können wir hier das ausschalten, ne? Hier die Videos, die Videoüberwachung, so und, achso, hier durch auf jeden Fall, hier ins Fitnesscenter und dort hinten hin, da lang, da lang. So, hier brauchen wir nicht mehr schleichen, hier runter, ganz easy runter, sliden hier, zack. So, hier brauchen wir immer noch nicht schleichen. Können wir hier durchsprinten, dann geht es ein bisschen schneller. So, hier wieder aufpassen. Wenn ihr nicht schnell genug seid, müsst ihr darauf achten, Robbie Knox kommt hier vorbei. Also hier hoch, dranhangeln und überwinden. So, zack. Jetzt müssen wir hier rein und den Schraubendreher nehmen und hier den Sicherungskasten ausschalten. Denn dort werden die Forscher angelockt. Und ja, da sind auf jeden Fall drei insgesamt. Wir wollen die alle drei ausschalten, damit wir das hier, damit wir dort vorbei können. Ja, da kommt schon der erste. Das ist ganz nice. So, hier, zack, überwältigen. Und ihn nach draußen ziehen. So, sein Körper hier, ne, den Sack. Nach draußen mit dir. So. Den lassen wir jetzt hier liegen. Hier wird keiner vorbeikommen. Hier wird der Körper nicht gefunden. Also lassen wir es hier. So, wieder zurück. Der nächste wird gleich aufmerksam. Genau, zack. Der hat auf jeden Fall auch fast eine Glatze, ne? Und ja, jetzt warten wir hier im Schatten der Glatze. Glatzenmodus aktiviert. Anzugpflicht, Glatze. So, hier, da kommt der. Glatzkopf. Schaltet Glatzkopf aus. So, hier, zack. Den tragen wir jetzt wieder nach draußen. Entschuldigung. Und hier, ne? Wieder ablegen hier. So, schön fein bleibt ihr da. Ganz fein. So, und jetzt hier auf den letzten warten. Sehr, sehr, sehr nice. Perfekt. So, er kommt jetzt. Komm, bei dich. Das ist eine Peitsche auf den Arsch. So. Hier. Zack. Ausschalten. Und ihn einfach hier liegen lassen. Hier kommt sowieso keiner vorbei. Jetzt wollen wir diesen Typen dort anlocken. Da müssen wir das ein bisschen weiter nach draußen schmeißen. So. Zack. Jetzt kommt er und wir können ihn dann hier in den Raum ziehen. Somit haben wir das dann viel, viel leichter. So. Jetzt den hier ausnoggen. Auf jeden Fall die Waffe mitnehmen. Und den Dings auch. So, beides mitnehmen. Und schnell
hier links halten, denn dort ist eine Wache, die es sehen kann. Hier das Ding nehmen und wieder zurück spazieren. Wir hätten auch da leichter vorbeigekonnt, aber das ist halt einfach ein Scheißweg. Oh, falsche Tür. Wir wollen hier weiter wieder zurück, ne? So, hier irgendwo, zack. Und wieder zurück, ne? Ach so, auf jeden Fall speichere ich hier mal gerne, weil ich das ab hier immer verkackt habe, meistens. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal zur Sicherheit gespeichert, damit ich das nicht immer wieder hier von vorne in der Aufnahme spielen muss. Da kommen auf jeden Fall Leute, die müsst ihr drauf achten. Hier können wir wieder vorbei. Zack, schleichen auf jeden Fall. Und hier durchsprinten. Aufpassen, da hier patrouilliert jemand rum. Und ja, jetzt hier durchs Fenster. Wieder hier zurück. Hier in den Dings, ne? Und unsere, also die Waffe hier platzieren. Und hier den Satelliten-Dingsbums sabotieren. So. Tipp, tipp, tipp. Tipp ist rein. Was auch immer das ist. So, jetzt wird Robbie Knox kommen. Also eilen wir hier in das Badezimmer. Und ja, also falls ihr euch da irgendwie unsicher seid, dass er euch jetzt eben gerade erwischen könnte, Mann, laber doch nicht. Und Mann, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hat sie mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall könnt ihr erstmal warten, bis Robert Knox nach unten gegangen ist und dann den Satellit sabotieren, damit er euch hier nicht entdecken kann. So, wir warten jetzt hier. Er hat gerade die Waffe entdeckt und wird seiner Wache Bescheid geben. Die Wache wird dann hier vorbeikommen und dann können wir sie abholen, ganz easy. Also, das ist perfekt, perfekt, perfekt. So. Er kommt gleich. Zack, 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 zack. Da kommt er schon. Ich glaube, er kommt sogar hier rechts vorbei, wenn ich mich nicht täusche. Ja, perfekt. So, hier ihn. Können wir den jetzt auch liegen lassen? Robert Knox hat das zum Glück nicht mitbekommen. Oh, wie schön die hier nebeneinander liegen. So, jetzt müssen wir hier warten, bis er hier nach links geht und da an an der Kante steht. Jetzt können wir hier vorbei an ihm. Und warten erstmal auf unser Stichwort. Wenn er sagt, oh, da ist Sierra oder ähnliches, dann schubsen wir ihn runter. So, jetzt aber nochmal kurz warten. Sierra macht hier gerade die Runde. Da kommt sie auch schon. Gleich müsste er. Ah, da. Und jetzt schubsen wir ihn runter. Zack. Boom. Somit haben wir beide gleichzeitig eliminiert. Easy. So, hier runter. Zack. Können wir uns einfach fallen lassen. So. Und zum Ausgang. So. Das hat sehr gut geklappt. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas vergessen. Aber ich denke nicht. So, deswegen hören wir hier einfach wieder runter. Und ja, das war doch schön. Ne? Also, das Level hier mag ich allgemein ziemlich gerne. Das war so das allererste Level, wo ich mich richtig mit Hitman auseinandergesetzt habe. Und ja, da ist der Ausgang. Schön easy. Hier versuchen nicht die Leute zu rammen. Und ja. Schön. So, das Auto brauchen wir nicht sehen. Zack, hier überspringen. Und ja, lautloser Killer, Anzugpflicht erledigt. Ich hoffe, dieser Guide hat dir geholfen und gefallen. Falls er dir geholfen und gefallen hat, dann kannst du doch mal schön hier ein geiles Kommentar da lassen, wenn du Bock drauf hast. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dannchen. Tschüss.